Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, morgen 19.30 Uhr endlich wieder ein Stream. Wird ein nicer Stream. Wir machen ein fettes Pack Opening. Wir geben viele Punkte aus im Landeshelden-Event. Mal gucken, was wir ziehen. Ich streame dann auch in die Aktualisierung rein. Dann kommt der das zweite Team, sage ich jetzt mal, also mit neuen Spielern. Mit neuen Icons und Prime-Icon. Bin mal gespannt, wer da kommt. Und genau, wird eine wilde Sache. Teams werden 1 gegen 1 natürlich auch am Start sein, so wie immer, Freunde. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Morgen 19.30 Uhr, Freunde. Ja, wir gehen rein ins Video. Ich würde sagen, wir haben heute ordentlich was vor. Ich werde Starpass und Prime-Icon-Pack öffnen, Freunde. Hatte ich ja gestern im Video angekündigt. Und ich möchte mit euch jetzt im Video nochmal, oder was heißt reden, ich möchte euch mitteilen, dass es neue Heroes gibt. Ich denke mal, die meisten wissen schon oder haben es mitbekommen. Heroes ist ja jetzt auch mittlerweile ein Event, was sehr untergegangen ist, was auch, glaube ich, von keinem mehr so richtig aktiv gespielt wird. Ich gehöre da auch nicht mehr zu. Aber ja, EA hat es jetzt trotzdem, hat es nicht lumpen lassen und neue Hero-Spieler eingefügt, die vom Guess her jetzt nicht so verkehrt sind. Ich suche gerade Heroes hier. Die wir vom Guesswert. Perfekt, jetzt geht's nicht, oder was? Ja, das ist wahrscheinlich dieser Bug. Ich habe es vorhin schon probiert, da ging es nicht. Dann müssen wir das vielleicht so über das Event so machen. Hier. Ja, also ich habe mal so von der Guess-Bewertung her gehen die sogar klar. Genau. Genau, es gibt jetzt hier Dudek. Wer ist das? Boah, keine Ahnung, ihr Junge, ich kenne die alle gar nicht so richtig. Kenne ich irgendjemanden? Ne, ich kenne die über gar keine. Also, hier von Liverpool natürlich. Sieht man ja, aber ich will die gerne auf dem Markt sehen. Als ob das nicht... Ach Mann, ey, warum? Warum kann ich es vielleicht so machen? Vielleicht kann ich es so machen. So, genau, hier sind sie. Da sind sie. Ach, perfekt, das ist auch wieder komplett. Ach Mann, guck mal, was ist das? Das ist wieder so, das ist so lächerlich, ne? Ich will doch mir nur die Karten angucken und sobald es kommt... Ja, nee, dann kann ich es... Oder warte, wenn ich vielleicht 107 mache? Ich probiere es nochmal mit 107. Aber wenn dann wieder Fehler kommt, dann lasse ich es. Ich wollte es euch schön zeigen, ne? Ja, warte mal, sieht gut aus. Ich lasse es erstmal so. Also, ihr seht es hier. Kuit, Park, Jisung, Mascherano, den kennen wir wahrscheinlich alle. Ruby, Al-Jaber, Milito kennen wir auch. Und Dudek. Ja, ich sag mal so, vom Guess her sind die ja nicht verkehrt. Aber... Ja, ne, wisst ihr selber. Also, Mascherano sieht jetzt gar nicht mal so uninteressant aus, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ich will es da nicht draufklicken, werde ich dann rausgekickt. Ich weiß es nicht. Vielleicht würde mir gerne die Sets angucken. Ich probiere es mal. Ja, okay, geht nicht. Also, Mascherano sieht eigentlich ganz interessant aus. Vielleicht, ja, wohl. Ich denke mal, der hat jetzt nicht so die krassen Stats. Also eher nee, aber so vom Guess her würde ich sagen, gehen die voll klar, aber so ne, von der vom Spielernamen, vom Spielertyp eher nein, weil wir haben alle, ne, ihr kennt's, wir haben alle Tod-Spieler im Team. Das ist dann schon gut besetzt mit geilen Spielern, mit geilen Namen. Von daher eher erstmal uninteressant, aber ich finde es gut, dass ihr jetzt auch mit den Heroes-Spielern so den Weg auch geht, mit, ne, also halt Guess gleich hat. Und jetzt nicht so krasse Guess-Unterschiede sind, zum Beispiel hier beim Team of the Week, was ja kompletter Schmutz ist. Also wirklich, wenn ihr euch das hier mal anguckt, ne, dass da hier der beste Spieler, der Harry Kane, 102 hat, das ist schon richtig, also das ist wirklich schon richtig radikal. Von daher ist das eigentlich ganz akzeptabel, Freunde. Genau, was ich kann euch nur kurz sagen, ich habe hier ordentlich gespielt, Freunde. Ich bin jetzt hier fast bei 50.000 Punkte, Freunde. Da wird es morgen wirklich abgehen, ne? Da können wir hier so viel öffnen, ne. Genau, ich hatte jetzt hier schon ein bisschen vorgeöffnet. Aber wir kommen ja dann im Stream ja noch viel, viel weiter. 50.000 Punkte. Ich hätte dann, wenn ich die 50.000 Punkte um die 83.000, kommen wir damit hin. Okay, wir können uns auf jeden Fall das holen. Ja, ich versuche bis dahin zu kommen. Es wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Und was auch interessant sein wird, ist das hier. Da können wir auch noch ein bisschen was öffnen. Ich denke, ich werde wahrscheinlich erst zur Aktualisierung hier was öffnen. Ja, genau, von daher... Hier werde ich erstmal nichts öffnen, weil die Chance einfach zu groß ist, da Schmutz zu ziehen. Deswegen werde ich schön zur Aktualisierung warten, dass ich da ein paar mehr garantierte Spieler bekomme. Und dann, ja, werden wir mal schauen, Freunde. Genau.
Und ja, ich bin auch mal gespannt dann, was hier. Ups, nee, also ich bin auch gespannt, was hier für neue Spiele kommen und halt bei Bonus, was da für eine neue Primer kommt. Da bin ich auch mal gespannt. Bin ich wirklich mal gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal rein in den Star Pass, wie am Anfang erwähnt. Ich habe jetzt hier ein Event-Icon 92 Plus und eine Prime-Icon 100 Plus. Ich hoffe einfach nur, dass ich wenigstens eine halbwegs gute Icon ziehe, die was bringt auf dem Markt. Mein Garincha konnte ich so für 8 Millionen, glaube ich, habe ich ihn verkauft. Das war eigentlich nur ganz akzeptabel für 100 Plus, also für 100er. Genau, ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. 92 Plus, wir gehen erstmal rein. 92 Plus Event-Icon. Let's go. Mal gucken, wer es sein wird mit der Tots-Animation. Okay, komisch. Niederlande IV. Kürmann. Okay, Ronald Kürmann 94. Boah, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich den damals hatte. Ne? Ah, die Zeiten, ne? Ja, das war schon wild, Freunde. Ne? Naja. Gut, verkaufen wird es wahrscheinlich. Wird eher nichts damit, ne? Ja, ich habe auch noch Ferdinand da rumliegen, ne? Ja, nichts ist aber auch egal eigentlich. Finanz auch noch, ja, egal. Ist egal, Freunde. Ja. Nehme ich mit, ne? Nehme ich mit. Aber kann ich wahrscheinlich, werde ich wegtrainieren. Ganz einfach wegtrainieren. Fertig aus. So, jetzt Prime Icon. Prime Icon 100 plus Pack. Ach komm schon, ey, da muss noch mal, da kribbelt es ein bisschen. Also letztes Mal Garincha 100, dann könnte eine kleine Steigerung mal kommen, ey. Wäre ich nicht abgeneigt zu, sagen wir mal so. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein. 100 plus Primark Impact. Abfahrt. Let's go. Komm schon hier, bitte. Jetzt kommt keine Animation. Lol. Und es ist Karl Puyol. Oha, 101. Okay, 8 Millionen ist okay. Jetzt kommt einfach keine Animation. Alter, was ist das denn? Beim ersten Pack gab es eine Animation. Ich war jetzt voll überrascht. Junge, Junge. Puyol ist okay. Ist eine kleine Steigerung vom gestern. Ach, Mann, ey. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also ist okay, nehme ich mit. 8 Millionen. Bin ich auch mit zufrieden. Jetzt lasst mich einmal meinen Spieler hier. Alter, yay, ist euer Ernst? Ich möchte doch einfach nur meinen Spieler verkaufen. Junge, was haben die denn jetzt schon wieder hier für Probleme? Wirklich. Komm schon, bitte. Bitte lass meinen Spieler verkaufen. Zack. Oh Mann, guck mal. Ey, es ist so krampfhaft, ne? Ich kann mir nicht die Hero-Spiele richtig angucken. Ich kann keinen Spieler richtig verkaufen. Der Markt ist, glaube ich, ein bisschen. Ich probiere es noch einmal, aber dann war es es auch. Komm, zack. Und ja, draufgestellt. Danke. Mehr wollte ich nicht. Mehr wollte ich nicht. Der geht sogar eventuell raus. Könnte rausgehen bis morgen früh. Die nehme ich mit auf jeden Fall, die Coins. Und Freunde, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Der Saili, Junge, wie ist der denn gestiegen? Guckt es euch an. Das ist ja so radikal, Alter. Der war bei 256 Millionen. Der niedrigste Preis. Und es ist einfach bei 500 Millionen. Ich könnte heulen, ne? Ich hätte ihn so gern gespielt, aber Freunde, ich muss loslassen. Ich muss loslassen, es wird nichts mehr. Ich warte bis zum Totti wahrscheinlich dann mit dem neuen IV. Genau. Aber das wird nichts mehr, Freunde. Das wird nichts mehr. Ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen. Haut rein und ciao.